Hallo und herzlich willkommen auf Lyrelda.de. Wir schauen uns nun ein anderes Thema an, nämlich das exponentielle Wachstum. Da geht es darum, wie verschiedene Wachstumsprozesse beispielsweise in der Zinsrechnung genau vonstatten gehen. Und jetzt habe ich euch ein Beispiel mitgebracht. Wir haben ein Kapital von 500.000 Euro und darauf sind 3,5% Jahreszins, also man legt das Geld bei der Bank an, bei einer Geldanlage. Und die Person, die das Geld anlegt, sagt, sie möchte aufhören zu arbeiten, am Anfang von diesem Ersparten zu leben, also rein von den Zinsen zu leben, wenn die ermöglicht, dass diese Zinsen 2.000 Euro im Monat oder mehr abwerfen. Und dann genauso diese 2.000 Euro, oder das sind ja 24.000 Euro im Jahr in diesem Fall, ausgezahlt werden, dass man quasi einen konstanten Betrag auf dem Konto hat. Die Frage ist natürlich, wann wird das der Fall sein? Wie viele Jahre muss diese Person warten? Schauen wir uns mal an, was wir schon wissen. Und zwar, die meisten von euch kennen sicherlich die Formel für exponentielles Wachstum, die alte Formel, das f von t, also die Funktion nach t, dieses Kapital oder diesen Kontostand anzeigt, gerade f von 0 mal a hoch t darstellt. Wobei f von 0 ist der Anfangsbestand, das Anfangskapital, wäre in unserem Fall 500.000 und a ist der Prozentsatz, der mit dem dieses Wachstum stattfindet. Das heißt, und A, das Wachstum also 100 plus P Prozent. Das heißt, in unserem Fall 3,5% hätten wir 103,5% in den Dezimalzahlen umgewandelt 1,035. Das heißt, unser Beispiel wäre dann f von t, f von 0, 500.000, mal 1,035 oder 103,5% hoch t. So kennt ihr das wahrscheinlich. Das ist die Formel für diesen Wachstumsvorgang. Jetzt, wenn ich wissen möchte, wie viel Geld da nach 20 Jahren drauf ist, setze ich hier für t gleich 20 ein und bekomme dann den Betrag raus. Oder wenn ich wissen möchte, wann es auf eine Million angestiegen ist, setze ich hier bei f von t eine Million und löse es nach t auf mit dem Logarithmus. Das sind Möglichkeiten, aber das hilft uns nicht, unsere Frage zu beantworten. Wann sind 2.000 Euro im Monat, beziehungsweise dann 24.000 Euro im Jahr, wann sind die drin direkt von den Zinsen? Das heißt, wann steigt unser Wachstum gerade pro Jahr um 24.000? Oder wann steigt die Funktion pro Jahr? Das ist die Frage. Nun, eine Steigung von 24.000, wir haben eine Steigung, da hören wir uns schon heraus, eine Steigung einer Funktion, das ist gerade ihre Ableitung. Das heißt, ich muss diese Funktion ableiten. Hier, 500.000 mal nur 1,035 hoch t. Nun kennen wir für dieses 1,035 hoch t, aber keine Ableitungsregel. Wir können nicht einfach das t nach vorne machen und dann irgendwie hier oben t plus 1 oder t minus 1 machen. Das geht ja alles nicht. Das heißt, wir müssen uns irgendwie anders behelfen. Und dazu gibt es die e-Funktion. Ihr wisst hoffentlich oder vielleicht schon, die Zahl e ist 2,71 und geht so weiter. Und diese Zahl ist etwas Spezielles, weil man hat herausgefunden, dass wenn ich die Funktion e hoch x ableite, dass dann gerade auch wieder e hoch x rauskommt. Das heißt, es ist die einzige Funktion, die wir kennen, deren Ableitung gerade der Funktion selbst entspricht. Und das ist natürlich hochkomfortabel, weil da kann ich eine ganze Menge Sachen damit machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Funktion habe, e hoch k mal t, und die jetzt ableiten möchte, kann ich dann mit Hilfe der Kettenregel herausfinden, dass ich das k dann nach vorne abbilde. Das heißt, abgeleitet wäre es dann einfach nur k mal e hoch kt. Könnt ihr mal überprüfen, wenn ihr wollt. Und das ist natürlich dann auch eine relativ komfortable Regel. Das heißt, wenn ich hier eine e-Funktion stehen hätte, müsste ich nur schauen, was steht vor dem t, bringe es nach vorne und habe es abgeleitet. Dieser allgemeine Ansatz hier, das ist nämlich eine Funktion abgeleitet,
gerade Karma die Funktion selbst ist, das werdet ihr später noch kennenlernen, das ist die sogenannte Differentialgleichung des exponentiellen Wachstums. Differentialgleichungen sind Gleichungen, bei denen die Funktion und eine ihrer Ableitungen direkt in der Gleichung vorkommen. Und wir sehen, es ist gerade immer dieser lineare Faktor k, der, um den es gerade das Wachstum steigt. Und das ist gerade das, was auch bei der Ableitung dann vorne dran stehen muss. Und jetzt probieren wir das mal anzuwenden und mal kurz schauen, wie es aussieht eigentlich mit dieser E-Funktion. Die E-Funktion sieht so aus, sie kommt bei minus unendlich von 0 und geht dann, schießt sie nach oben. Bei 0 geht sie 1, e hoch 0 ist 1 und dann schießt sie nach oben, so wie man es eben auch im exponentiellen Wachstum kennt. Und jetzt kann man das natürlich regulieren, wie ich es hier gesagt habe, mit diesem Vorfaktor k. Und genau das wollen wir machen. Wir wollen schauen, für welches k bekommen wir gerade hier eine schöne E-Funktion raus. Für diese Funktion. Wenn wir uns das mal anschauen, f von t, 500.000 mal 1,035 hoch t. Und jetzt gibt es da eine Regel, um dieses 1,035 hoch t in eine E-Funktion umzuwandeln. Es gilt nämlich e hoch ln von x. ln ist der Logarithmus naturalis, das heißt der Logarithmus zur Basis 2,718 und so weiter. Das e und der ln, die löschen sich gegenseitig aus. E hoch ln x ist gerade wiederum x. Genauso umgekehrt, ln e hoch x wäre auch x. Das können wir ausnutzen, indem ich einfach hier sozusagen künstlich das e hoch ln mit reinbaue. Das heißt, ich lasse die 500.000 stehen. Mal, und jetzt mache ich hier einfach statt 1,035 hoch t, einfach e hoch ln 1,035 hoch t. Und das ist wesentlich einfacher, denn wir wissen, beim Logarithmus, bei jeder Art von Logarithmus, darf ich das t nach vorne schreiben, wenn das t oben im Exponenten steht. Das heißt, es steht dann da 500.000 mal e hoch t mal ln 1,035. Jetzt kann man das ausrechnen, ln von 1,035, das ist 0,0344. Das heißt, ich schreibe das t jetzt ans Ende, der Übersichtlichkeit halber, 0,0344 t. Und das ist unsere Funktion des exponentiellen Wachstums dargestellt als e-Funktion. Also als Funktion der Form f von 0 mal e hoch kt. Und das ist die allgemeine neue Formel. Diese Formel müsst ihr euch merken und das k bekomme ich immer, indem ich, wie ich es ja auch gemacht habe, ln von a, das heißt ln von unserem prozentualen Wachstum nehme. Und schon habe ich jedes Mal ganz, ganz bequem eine e-Funktion, die kann ich natürlich ableiten. Das machen wir jetzt mal. Leiten wir diese Funktion ab, f' von t. Wie ich es gerade gesagt habe, die 500.000 Vorfaktor, das bleibt stehen. Und jetzt e hoch kt wird abgeleitet, indem ich das k nach vorne mache. K mit Hilfe der Kettenregel sehen. Das heißt, ich stelle da 0,0334 e hoch, oben bleibt alles stehen, 344 t. Das ist also die Ableitung unserer Funktion. Kann ich das noch ausrechnen? 500.000 mal 0,0344, das sind 17.200. 17.200 mal e hoch 0,0344 t. Das ist die Ableitung. Und jetzt möchte ich ja wissen, die Ableitung ist die Steigung. Und ich möchte wissen, wann erreicht die Steigung 24.000 Euro im Jahr. Das heißt, ich muss das gleichsetzen mit 24.000. Kann ich natürlich erstmal durch 17.200 teilen. Da bekomme ich dann raus 1,395.
Und jetzt das E hoch irgendwas T. Ich muss das E wegbekommen. Ich muss also diesen Exponenten als ganz normale Zahl haben. Und das haben wir ja gesehen. Wenn ich den Exponenten weghaben möchte, dann kann ich, ihr kennt das auch vom ganz normalen Logarithmus, einfach den Logarithmus auf beiden Seiten machen. Und dadurch, dass wir das E haben, nehmen wir natürlich den ln. Dass wir gerade ln E haben und dann sich das gegenseitig weglöscht. Das heißt, es steht dann da, ln 1,395 gleich, ich schreibe es mal ausführlich hin, ln E mal 0,0344t. Und jetzt kann ich das wieder nach vorne bringen und dann würde hier übrig stehen ln von E. Ln von E, E hoch was ist E? Nein, E hoch 1 ist E. Also ln von E ist 1, übrig bleibt 0,0344t. Der Rest ist einfach, ich dividiere noch durch diese 0,0344. Und dann bekomme ich eine Lösung, nämlich das ist etwa 0,3329 durch 0,0344, das ist 9,677. Und das entspricht hier. Das heißt, um unsere Aufgabe zurückzukommen, dass nach etwa 9,6 Jahren, also knapp 10 Jahren, beziehungsweise ab dem 10. Jahr, hätten wir dann die Möglichkeit, von den Zinsen zu leben. Beträgt also das jährliche Wachstum 24.000 Euro. So ist es. Was ihr euch merken müsst, ist diese Formel. F von t ist f von 0 mal e hoch kt. K bekomme ich durch ln a. Und dann kann ich alle möglichen Operationen damit machen. Das ist bequemer als diese auf den ersten Blick einfachere alte Formel, weil man damit eben auch ableiten kann. Schaut doch mal auf unserer Homepage www.nurelda.de vorbei. Besucht uns bei Facebook. Dankeschön.